ich bin ja so froh, wenn ich komme, bist du. Für den Schmutz brauchst du nicht winken. Salut zusammen, heute wieder mal von Musikrede und von dem CD, wo gerade rausgekommen ist. Das sind Lieder vom Dédé Flick und dann die Elsassisch-Version vom Syracuse von Henri Salvador. Ich wollte so gern auf kalte Hüse. Sind Prickel und sind Bärenbaum. Ich wollte so gern auf kalte Hüse. Das ist schon längst mein schönster Traum. Der Text ist ihm Dédé in den 80er Jahren eingefallen. Er hat seine Mutter bei ihm die Pizzeria in Strasse boykottiert mit seiner Frau. Und wird sich als Strasse-Sänger gekommen, für das Lied Syracuse von Henri Salvador zu singen. Das gibt doch, warum soll denn ich auf Syracuse gehen? Es gibt doch bestimmt schöne Sachen bei uns da. Und sind so, ich würde so gern auf kalte Hüse, sind Begel und sind Bärenbaum. Dann, da habe ich die zwei Ziele gehabt, bin ganz froh gewesen, aber bin nicht wieder gekommen, ne? Als er Pizza holen. So sind ihm in dem Chor seine Texte eingekommen. Er hat sie auf der Tournee von Roger Siffer gesungen oder dann und wann auf einem Konzert. Der Jean-Baptiste Merciol hat seine Wille auf ein CD gravieren. On est parti en se disant on se fait plaisir. On n'a pas dit ouais, on va faire un album de country de ouf, ouais, on va faire ci, on va faire ça. Non, on s'est dit on se fait plaisir. Donc on a mélangé l'alsacien, la country, de temps en temps le côté festif, le côté variété, on l'assume complètement. Ça donne un beau mélange et ça donne du Dédé Flick tout simplement. Mit 80 hat der Dédé Flick schon ein paar Alave gehabt. Pizzaiolo, er hat auch in der Druckerei geschafft und beim Germain Müller im Poroblick gespielt. Abs hat er aber sein ganz Lave gemacht. Altertum sammeln. Jetzt will ich mal kurz sehen, ich bin noch zögert um. Wunderbar. Weiß ich, muss als ab und zu muss ich wieder dem Foto gleichen. Ne? Manchmal wenn ich mal der gleich. Sein Haus ist voll, vom Keller bis in den Speicher, mit Sachen, die er auf dem Schutt ausgewählt hat. Müsst ihr euch gut vorstellen, am Sonntag, wo wir deine Liebste mit annehmen. Ein bisschen rumlaufen, nicht? Dann wenigstens, dass es selbst hinbringt. Dann habe ich den ganzen Dreckhüfer vom Nord-Elsass gekannt, unsere Wende, von der Hofwiesenburg. Und dann haben wir, was will man machen sonst? Ein bisschen etwas anderes bringen, als vous sortez en boîte, mademoiselle. Die Grossleidenschaft vom Dédé ist schon immer Amerika gewesen. Durch reinen Zufall hat der Dédé Ranchbesitzer vom Wyoming getroffen. Ah, da ist sie. 10 Jahre lang ist er jeden Sommer nie gereist. I come from France, overseas. Gell? Ah, you come from France. Hey, you're the French Cowboy vom Two Bar Ranch. Aber du hättest schon rumgeredet. Ich habe den Boden nicht mehr gespielt. Ich habe gemeint, ich traum. Nein, das ist, ich habe nicht einmal davon Dramen träumen, von so Dings. Wie soll ich sagen? Ja, nächste Woche will ich kommen, wo ich bin. Weißt? Und gehst du ins Ding, sagst dann an. Die Rasse hat plötzlich aufgehört, seit Jahren, wo in Europa Rinderwahnsinn sind Krankheit aufgetaucht ist. Der amerikanische Farmer hat von der Ansteckung Angst gekriegt und der Dédé einfach abgesagt. Ob Country oder Blues, die Musik von dort hat der Dédé auf Elsässisch übersetzt, zum Beispiel mit dem Gewürztraminer Blues. Doch sind in der Stadt Zolde, sonst sie mit jedem Koch. Hat sogar unser Magmut schon eine Flohmärchen gemacht. Und ich hab den Blues, Gewürztraminer Blues. Ja, es ist normal, dass man mit 80 eine frische Karriere anfängt. Den ersten kannst du dir ja vorstellen, dass die Hälfte von meinem Fansclub schon in Kronenburg lädt auf dem Gutsocker. Ich hab den Blues, ja! Gewürztraminer Blues.